Hallo zusammen, da sind wir zurück bei dem Ponia Doomsday. Und ich habe ja letztes Mal versucht, selber ein Blasrohr zusammenzubauen, aber ich glaube, das kann nur er. Deshalb geben wir ihm mal die ganzen Sachen. Was soll das sein? Ein Teil. Was das? Das ist ein ziemlich miserables Blasrohr. Aber für einen begabten Großwildjäger würde es vielleicht ausreichen. Sobald du mir den Rest bringst, bekommst du dein Blasrohr. Den Rest haben wir ja schon. Ich habe gedacht, Rufus bastelt das selbst. Was soll das sein? Ein Teil eines Hochpräzisionsblasrohrs vielleicht? Lass das mal den Profi beurteilen. Das ist ein ordentlicher Pfeil. Genau richtig für ein Hochpräzisionsblasrohr. Sobald du mir den Rest bringst, bekommst du dein Blasrohr. So, und jetzt noch die Bienen. Was soll das sein? Ein Teil eines Hochpräzisionsblasrohrs vielleicht? Lass das mal den Profi beurteilen. Das sind gute Bienen. Genau richtig für ein Hochpräzisionsblasrohr. Dann haben wir jetzt alles zusammen. Hier hast du dein Blasrohr. Viel Vergnügen damit. Dankeschön. Dann gehen wir damit zum Dart-Wettbewerb. Jetzt sollte das auch funktionieren. Oder so geht's halt auch, ne? Naja, dann halt so. So, jetzt holen wir uns das Eis. Welcher habe ich ja? Ziel ist halt, an die Kartoffel zu kommen, die zu halbieren und daraus für ihn so einen Kartoffelkopfhörschutz zu machen, also für den Sohn, damit er diese Musik nicht mehr hören muss. So, wie war das jetzt? Ach, egal. Beim ersten Mal hat's ja auch so geklappt. Killbot Mode. Alle Menschen müssen vernichtet werden. Aua! Was soll denn das? Wo ist Killbot? Killbot kann dir nicht helfen. Dieser Versager-Modus lässt sich nur in gedrosseltem Betrieb aktivieren. Aber bevor ich mich von dir drosseln lasse, werde ich dich erdrosseln. Nee, er ist für die Ewigkeit eingerastet. Nee, er ist für die Ewigkeit eingerastet. Er ist besetzt. Kill-Bot-Brutalitätslevel wird gesenkt. Modus wirken. Besser. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich den Chillbot-Mode aktivieren kann. So schwer kann das ja nicht sein. Gibt ja nur drei Hebel. Okay, also. Warte ich mal den. Willkommen in der Dimension des subtilen Schmerzes. Aua, was soll denn das? Ja, finster ruhig. Du wirst noch viel mehr leiden, Mensch. Twinbot Mode. Müsste diese Einstellung nicht den Chillbot aktivieren? Ja, im Grunde schon. Aber durch das Drosselglied habe ich mir eine Prozessorunterkühlung zugezogen. Dann muss ich also nur das Drosselglied entfernen, um Chillbot zu erhalten? Das wäre zu freundlich. Chillbot Mode, lehn dich zurück und genieß die Kuh.
coole Atmo, Mann. Na endlich. So, dann jetzt das Glas drunter. Danke, Mann. Das war echt nötig. So, und damit zurück, um die Kartoffel zu holen. So, und das haben wir ja jetzt drauf. Das haben wir schon mal gemacht. Kommt der auch da? Ah ne, hier, der Grill. War wieder der falsche Grill. So, jetzt über die Kartoffel. Professor Rufus präsentiert das Wunder des Wärmeaustauschs. Geil. So, dann packen wir sie mal aus. Packen die Kartoffel hier in den Halbierer. Und dann basteln wir damit. Oh, Schütze. Früher habe ich immer Kartoffelastronauten gebastelt. Ich glaube, ich hätte es noch drauf. Sagte ich Kartoffelastronauten? Ich meinte Ohrenschützer. Sind das etwa Ohrenschützer? Wow! Ha. Danke. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr mir das Gedudel der Band da drüben auf den Sack geht. Kommt schon. Spielt Rudis Zahn-OP. Rudi! Rudi! Ihr habt's gehört, Jungs. Unser Publikum verlangt nach Rudi. A one, a two, a one, two, three, and the number after three. So, jetzt können wir das Ganze hierfür benutzen. Fertig. Der Elefant kann kommen. Genau. Und bringen das jetzt runter und übergeben Tack Wasser. Ob das eine gute Idee ist. Gefreiter Tack, du bleibst hier und bewachst den Eingang. Moment. Ist das eine Schusswaffe? Du wolltest doch eine Waffe. Aber ich bin Pazifist. Du bist vor allem ein leichtes Ziel für jemanden mit geladener Waffe und überstrapaziertem Geduldsfaden. Ach, die Waffe, mit der ich den Eingang bewachen kann. Endlich! Wie aufmerksam, dass du sie aufgetrieben hast, um sie mir nun langsam mit dem Schaft voran zu übergeben. So, und wir gehen jetzt da rein. So, sind jetzt endlich alle Sorgen und Ängste beseitigt? Naja. Sehr gut. Dann los, bevor unserem blutrünstigen Geisterelefanten noch Fangzähne wachsen. Er macht Witze, oder? Ganz auszuschließen ist es nicht. Und? Was gefunden? Nichts. Und eine Abzweigung gab es auch nicht. Wie bei mir. Dann kommen wir offenbar zu spät. Na, so schnell schießen die Russen nicht. Vielleicht ist er auch über diese Leiter entwischt. Ein Elefant, der Leitern klettert? Du hast einfach keine Fantasie. Dann gucken wir mal, wo wir da rauskommen. Och. Aha. Hier sind wir also. Verdammt clever. Und? Wo ist jetzt dieser Elefant? Zack. Aber immerhin kennen wir jetzt sein Versteck. Wir könnten zurück in die Vergangenheit und bing, ihm eine Falle stellen. Ich weiß nicht. Reicht denn die Zeit dafür? Zeit ist deine Abteilung. Können wir nicht einfach noch ein bisschen weiter zurückspulen? Dann baue ich die Falle kurz, bevor ich dir beim Einparken helfe. Ich kann's versuchen. Ich glaube, ich habe noch ein Verstärkungsglied auf der Ladefläche. Aber viel wird nicht rauszuholen sein.
Nicht vieles mehr, als ich von dir erwartet habe. Zeit, mein Gewinnergesicht aufzusetzen. Wir haben einen Plan. Mal gucken, wo wir jetzt aufwachen. Ach, hier wieder. Was für ein Albtraum. Ich hatte vom Ende der Welt geträumt und bin dann auf Elefantenjagd gegangen. Obwohl, war das überhaupt ein Traum? Es kommt mir im Nachhinein so real vor. Sicher ist sicher. Vielleicht sollte ich lieber diese Elefantenfalle bauen. Genau, und dafür brauchen wir den. Und die nehmen wir auch mit. Müssen wir die Gläser schützen. So, damit bauen wir jetzt das Schild ab. Oder die Schilder. Weg damit! Diese Dinger haben mir lange genug die Sicht auf die Knallgasschlote versperrt. Kann ich eigentlich die Gläser schützen schon mal? Noch nicht. Ich muss erst die Elefantenfalle zu Ende bauen. Na gut. Da ist das also da. Na, nochmal runter. So, gehen wir mal nochmal zum Porzellanladen. Hier ist ausnahmsweise einmal nicht mein technischer Sachverstand gefragt, sondern Willensstärke, Fantasie und blindes Vertrauen in die Gesetzmäßigkeiten der interaktiven Dramaturgie. Das Elefantenver... Was für ein pseudopoetischer Unfug! Wollte das kaputt machen eigentlich? Was zum kaputt machen. Ist auch nichts. Ach, vielleicht muss ich weiter reingehen oder so. Macht er das überhaupt? Nee. Goldig. Und so außerordentlich nützlich für mein Vorhaben. Das Elefantenversteck ist ein Porzellanladen. Was für ein pseudopoetischer Unfug. Das ist genau das, was ich für meine Elefantenfalle brauche. Ja, jetzt macht das kaputt. Super. Bei Lichte besehen, so nützlich war es auch wieder nicht. Uni will immer, dass ich die Klobrille runterklappe. Aber jetzt mal unter uns. Klobrille. Ich kann einfach nicht, wenn ich mich beobachtet fühle. Ne, funktioniert irgendwie nicht. Vielleicht. Wenn sie aufgefangen werden. Jawohl. Da behauptet Toni immer, ich könne bei Klobrillen nicht zielen. Nee, die will er jetzt nicht mehr mitnehmen. Oder hat er noch welche im Inventar? Ja, da auch nicht. Okay, Rufus, ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich muss erstmal die Halterung da ran, also probieren wir mal kurz. Gerade der gemütlichste Platz für ein Außenklo. Aber was raus will, muss raus. Nein, nein, nein. Falsch geklickt. Ach.
Da wollte ich ran. Schwupp, wieder hoch. Da haben wir ein Seil. So. Die machen wir da. Die Falle ist gestellt. Dieser Problemelefant hat meinen letzten Nerv getötet. Und wird danach sein rosarotes Wunder erleben. So, gehen wir das mal Toni sagen. Hatte ich eine Wahl? Du hast viel zu lange gebraucht. Ja, aber dieser ganze Aufriss diente doch nur dem einen Zweck, dass du die Gläser nicht kaputt fährst. Und jetzt kannst du einfach so ohne mich einparken? Das gibt's nicht. Das hängt mit der Komplexität von Zeitreisen zusammen. Schwierig zu erklären, noch schwieriger zu verstehen. Du hattest die Rückspiegel falsch eingestellt, ne? Ich kann gerne wieder vorfahren, wenn du möchtest. Nee, lass mal, passt schon. So, ich denke mal, Toni ist wieder zurück in der Kneipe. Und? Nochmal mache ich das nicht. Ist auch nicht nötig. Und während ich in aller Ruhe Toni holen gehe, zuschnapp, Rüssel ab. Wird schon schief gehen, was? Und wie? Die Falle ist gestellt. Kommt, alle Mann auf Position. Und dann, wie wir es geprobt haben. Ich möchte kein offenes Feuer in Rufus Nähe sehen. Möge Tetanus uns beistehen. Hey Rufus! Nicht jetzt! Kürbislaterne! So viel Zeit muss sein. Ach ja, jetzt wird Lotto wieder zu Lotti. Huhu, Schnutzelbärchi. Beinahe verplaudert. Lass uns los. Ja, warum nicht? Was denn? Gar kein zynischer Kommentar? Keine Zweifel? Kein Schlangengift? Heute nicht. Dieses Kaff steht mir bis hier oben. Ich kann's kaum erwarten, endlich hier wegzukommen. Na komm schon, Kleiner. Ich muss noch meine Kristallgläser einpacken und Paps Tschö sagen. Genau. Diesmal erfreuen sich deine Gläser nämlich wirklich bester Gesundheit. Wie meinst du das? Diesmal. Das musst du nicht verstehen. Hauptsache, Gläser sind heil, oder? Ja, das wäre besser für dich. Viel besser. Na, das wird ja eine lustige Ballonfahrt. Ach, halt den Rand. Schnell hinterher. Ich lasse jetzt auch den ganzen Kram hier liegen und stehen. Was wir brauchen, wissen wir ja, wo was zu kriegen ist. Mann, hier könnt ihr lang. Toni, oh! Nein! Nicht den Elefanten freilassen! Er ist ein niederträchtiges, pinkfarbenes Ungeheuer! Schau dir deinen Elefanten mal genau an, Rufus. Und? Fällt dir etwas auf? Mir fällt auf, dass der Konstrukteur der Falle ein Genie gewesen sein muss. Ich meine am Elefanten. Ach, jetzt sehe ich's auch. Er ähnelt einer drexikanischen Pinata. Meinst du, es fallen Leckereien heraus, wenn ich dagegen schlage? Sache, alles voll. Aber Moment mal, diese Bonbons kenne ich doch. Sind das nicht dieselben, die deine Mutter immer lutscht?
Das ist gar kein Elefant, sondern deine Mutter. Was du nicht sagst. Bitte nicht zu hart zuschlagen, okay? Warte kurz. So, oh. Du hast genau einen Satz. Ich glaube, das ist vollkommen egal. So, das war ein verrückter Zufall. Ich hatte mit einem fetten rosa Elefanten gerechnet. Und, naja, schau doch selbst. Und das war dein Satz. Das war mein Satz. Toni? Du hast vergessen, mir das Nasenbein zu brechen. Zack, kaputt. Weinen, lachen, vergeben. Das ganze Zeug. Toni? Mal schnell hinterher. Was ist passiert? Keine Panik, ich habe alles im Griff. Es sieht aber nicht danach aus. Wenn überhaupt, scheint mir deine Freundin noch wütender als zuvor. Ich sagte, ich habe das im Griff, okay? Aber die Zeitlinie. Scheiß auf deine dämliche Zeitlinie. Ich habe hier echte Probleme. In der echten Welt. Okay, Gammelgalf? Das muss ein Albtraum sein. Vergiss es, Paps. Nichts, was du sagst, könnte mich umstimmen. Das hat deine Mutter damals auch gesagt. Die Worte frische Kekse haben es schließlich getan. Klopfe die Klopf? Hey, Rufus. Hallo, Bernhard. Wie schlimm ist es diesmal? 9,8, würde ich sagen. Mach eine Runde 10 draus. Du sprichst noch mit mir. So schlimm kann es also gar nicht sein. Ach, komm schon, Toni. Wollen wir uns wieder vertragen, hm? Was denn? Nicht mal ein kleiner Grunzlaut? Na los, schrei mich ruhig an. Dann haben wir es hinter uns. Rufus, du bist so ein Idiot. Aber ein gut aussehender Idiot, dem ich nichts übel nehmen kann. Frische Kekse. Es klappt nicht. Warum klappt es nicht? Keine Ahnung. Hast du Würfelzucker dabei? Du musst zugeben, deine Mutter sieht einem rosa Elefanten schon ziemlich ähnlich. Du, Rufus, vielleicht gibst du ihr noch einen Moment. Keine Panik, ich mach das schon. Immerhin sind die Gläser noch heil. Wie jetzt? Zählt das denn gar nicht? Warum habe ich mich denn dann so angestrengt, sie nicht kaputt zu machen? Okay, es tut mir leid. Da, ich hab's gesagt. Zufrieden? Du checkst es einfach nicht. Oder? Du kannst nicht ständig alle Zelte abbrennen und trotzdem hoffen, dass es so bleibt wie immer. Irgendwann ist Schluss. Und dieser Augenblick ist jetzt. Aber darum geht's doch. Alles ist bereit. Wir können endlich nach Elysium. Zu neuen Ufern. Das ist kein neues Ufer. Das ist dasselbe dämliche Ufer wie beim letzten Mal. Und bei dem davor. Und am Ende wird es sich als Sackgasse herausstellen. Da liegst du eben falsch. Zufällig weiß ich genau, dass ich es schaffen werde. Ich hab's nämlich gesehen, jawohl. Aber nicht mit dir. Oh nein. Ich werde eine Elysianerin kennenlernen. Eine, die mich versteht. Rufus? Tja, da guckst du, was? Diesmal mache nämlich ich Schluss. So, such dir einen anderen Idioten, der dich und dein Gemecker aushalten muss. Du hast mich ausgehalten? Oh, oh. Genau. Aber meine Geduld ist am Ende. Du hast mich ausgehalten? Toni, beruhig dich. Das ist eine Katastrophe. Entspann dich. Toni hatte schon immer diese Tendenz zur spontanen Selbstentzündung. Drehen wir halt nochmal die Zeit zurück. Oder, weißt du was? Wir lassen es einfach. Das Chrono-Car. Was haben wir getan? Wir haben den Lauf der Geschichte unwiderruflich verändert. Beruhig dich mal. Toni wäre auch so nicht mitgekommen. In meiner Vision verlief der Streit ganz ähnlich. Bis auf ein, zwei unbedeutende Details vielleicht. Was? Aber... Außerdem willst du eh nicht, dass sich die Geschichte wiederholt. Glaub mir. Na
bei Licht besehen, war es eine ziemlich dämliche Geschichte. Hatte nicht mal ein Happy End. Aber wir waren uns doch einig, dass diese Vision nur ein Traum gewesen sein kann. Wieso? Weil es unmöglich ist, sich an Geschehnisse aus der Zukunft zu erinnern? Das... Oh! Genau! Ich wette, all das hier ist schon einmal passiert. Meine Pläne, nach Elysium zu kommen, der Streit mit Toni und dass ich die Welt gerettet habe. Du hast was? Die Welt gerettet? Noch nicht. Und ob ich es wieder mache, überlege ich mir noch. Ach du liebes Lottchen. Wie kann ich nur so dumm gewesen sein? Genau. Denk über deine Fehler nach. Ich gehe derweil nach Elysium. Diesmal lasse ich mir mein Happy End nicht nehmen. Also zurück zum Ballon. Quatsch, nicht ganz rein. Stimmt. Das Letzte, was ich an meiner Mongolfiere brauche, ist Ballast. Sollen wir da auch noch? Nee, da müssen wir nicht mehr. Auf nach Elysium! Hä? Was ist denn jetzt? Ha, verdammt, der Ofen ist ja noch aus. Wie dumm von mir. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Jetzt einfach auch was im Inventar, womit wir das Feuer anziehen können. Sieht nicht so aus, ne? Ach ja, hier. Ich hoffe, Bernard ist gut versichert. Ist hier irgendwas, was brennt, was ich mitnehmen kann? Was da? Jetzt musst du nur noch loslassen. Bist du wahnsinnig? Ich brech mir alle Knochen. Bei deinen Speckpolstern? Unwahrscheinlich. Ah! Und nun Ankerlichten. Ah! Mach's gut, du Furie. Ah! Was sagst du? Ich sag dir, ich kann dich nicht hören. Der Ballon brennt. Rufus! Wo ist der hin? Haltet ihn! Zu den Fackelmänner! Oh, die haben ja vielleicht eine Scheißlaune. Ich mach mal lieber, dass ich wegkomme. Na, hier mal schnell. Aber wohin? Der Ballon ist ja kaputt und weg. Da ist der echte Elefant. Fürchte dich nicht, Rufus. Wir kommen in Frieden.
Ach ja? Warum terrorisiert ihr mich dann ständig? Es muss alles so passieren, wie es schon einmal passiert ist. Nee, das könnt ihr voll vergessen. Und überhaupt, was soll dieser dämliche Aufzug? Wir haben eine Form gewählt, die dein menschlicher Verstand begreifen kann. Was Verstand angeht, seid ihr offenbar keine Experten. Siehst du, ich hab doch gesagt, dass das mit dem Kostüm eine Fufnex-Idee ist. Nur weil du ständig aus der Rolle fällst. Wir können ja tauschen. Du wirst mit Sicherheit der bessere Elefanten-Schischnox. Hallo! Ich unterbreche ja nur ungern. Aber ich muss dringend nach Elysium. Nein, das darf nie passieren. Alles muss so bleiben, wie es immer war. Du meinst, wie es schon immer gewesen war. Gute Reise, Dumbo und Elefant. Rufus, der Elefant, ich meine, der Zeitreisende, er ist wieder hier. Ah, musste schon wieder los. Dann muss er etwas zurückgelassen haben. Meine Messwerte sind eindeutig, als hätte sich ein Tor geöffnet. Oh. Da vorne ist er! Schnappt ihn euch! Tor klingt super. Ich hoffe, es hat eine Zugbrücke und Pechnasen auf den Zinnen. Was zum Willi? Tja, erstaunt, Professor Ziegenbart, was? Das nenne ich mal eine Zeitmaschine. Und wie sauber sie eingeparkt wurde. Lass bitte dein Geodreieck stecken, bis wir den Lynchmob abgeschüttelt haben. Schweren Herzens. Wow, das sieht kompliziert aus. Durch die Zeit zu reisen ist eben nicht dasselbe wie Sicherung zu wechseln. Ha! Wo wir hingehen, brauchen wir keine Sicherung. Weißt du, wie man das Zeug einschaltet? Himmel, nein! Dafür wären theoretisch monatelange Analysen vonnöten. Theoretisch. Dies, lieber McChronicle, hingegen ist die Praxis. Schau zu und lern. Drücken wir einfach mal Knopf. Ach so. Ich habe es zum Laufen gekriegt. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Natürlich weiß ich das. Ich rate. Und jetzt volle Kraft voraus. Das war dann wohl die Pannenshow. Der Rückwärtsgang. Bitte sei vorsichtig. Meine Bewegungsnausea. Ja, ja, entspann dich. Während du dich gut festhältst. Das ist Elysium. Ich habe es tatsächlich geschafft. Den Anzeigen zufolge ist es ein zukünftiges Elysium. Welches Elysium ist doch vollkommen wurscht. Ich kenne ja hier eh keinen. Wohl, da war diese Frau in meiner Vision. Wie weit in der Zukunft sind wir? Schwer zu sagen. Ein, zwei maximal. Sehr gut. Dann dürfte ihre Haut ja noch nicht den labbrigen Falten bis zum Boden herunterhängen. Ist das wirklich deine einzige Sorge? Aber nicht doch. Momentan sorge ich mich, ob ich noch einen guten Platz am Pool bekomme. Was? Wir können doch nicht einfach... Falsch. Du kannst nicht. Ich kann. Und ich werde. Viel Spaß beim Knöpfchen drehen, Lindfisch. Und was der Rufus hier so werden kann, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüssi.